Seit 100 Jahren arbeiten wir daran, die Lebensqualität kranker Menschen zu verbessern. In dieser Tradition folgen wir unserem Firmengründer Eduard Fresenius. In Frankfurt am Main besitzt seine Familie die im Jahr 1462 gegründete Hirsch-Apotheke. Hier legt er den Grundstein für den heutigen Gesundheitskonzern Fresenius. Denn das Laboratorium der Apotheke ist schon bald zu klein für die großen Ideen des Inhabers. 1912 gründet Fresenius ein chemisch-pharmazeutisches Unternehmen. Zunächst stellt er vor allem dringend benötigte Infusionslösungen her. Als Eduard Fresenius kurz nach dem Zweiten Weltkrieg stirbt, übernimmt seine Ziehtochter und Erbin Else Fernau, die spätere Else Kröner, die Geschäfte. Mit einem anfangs kleinen Mitarbeiterkreis bringt die junge Apothekerin rasch große Entwicklungen auf den Weg. Zu den Infusionen kommen bald zahlreiche Spezial- und Ernährungslösungen hinzu. Sie bilden die Basis für den heutigen Unternehmensbereich Fresenius Kabi. In den Folgejahren wächst die Produktion und wird automatisiert. Hinzu kommen medizintechnische Produkte. Ein weiterer Schwerpunkt: Seit den 60er Jahren setzen die Fresenius-Entwickler alles daran, die schwierige Situation nierenkranker Menschen zu verbessern. Die Behandlung dauert bis zu 15 Stunden und ist mit zahlreichen Risiken verbunden. Zuerst werden die Dialysegeräte importiert. Durch den ständigen Austausch mit Ärzten und Pflegepersonal erwirbt Fresenius das Know-how, ab Mitte der 70er Jahre eigene Geräte zu bauen. Ein Durchbruch in der Medizintechnik gelingt in den 80er Jahren. Fresenius entdeckt den Kunststoff Polysulfon für die Dialyse und entwickelt auf dieser Basis neue Filter. Diese sind fast so effektiv wie die menschliche Niere. Der große Erfolg dieser Dialysatoren eröffnet auch dem Unternehmen neue Perspektiven. Der 1983 gegründeten Else Kröner Fresenius Stiftung ist es zu verdanken, dass das Unternehmen mit der Stiftung als Hauptanteilseignerin in seiner Gesamtheit erhalten wird und Wachstumschancen nutzen kann. 1996 übernimmt Fresenius den amerikanischen Betreiber von Dialysezentren National Medical Care und wächst damit in den Bereich der medizinischen Dienstleistung hinein. Mit Fresenius Vamed werden Planung, Bau, Ausstattung und Management von Krankenhäusern auch als Dienstleistungspartner öffentlicher Kliniken erschlossen. Fresenius erwirbt 1996 die Mehrheit an dem Unternehmen und ist heute in diesem Geschäftsfeld weltweit führend. 2001 folgt der konsequente Schritt, selbst in das Krankenhausgeschäft einzusteigen. Nach dem Kauf der Wittgensteiner Kliniken erwirbt Fresenius 2005 die Helios Kliniken und versorgt seine Patienten auf höchstem medizinischem Niveau. Das einzigartige Qualitätsmanagement in den Kliniken rettet nachweislich Menschenleben. Mit Mut, Innovationsgeist und dem unbedingten Glauben an Erfolg bringen wir weltweit die Gesundheitsversorgung voran. Alle Unternehmensbereiche von Fresenius arbeiten daran, Patienten in höchster Qualität zu versorgen und Therapien bezahlbar zu gestalten. Fresenius Medical Care verfolgt das Ziel, der weltweit steigenden Zahl von Dialysepatienten auch weiterhin Zugang zu einer umfassenden Versorgung zu ermöglichen. Als Weltmarktführer bei Dialyseprodukten, Dialysegeräten und Dialysedienstleistungen versorgt Fresenius Medical Care jährlich mehr als 250.000 Patienten in 3.100 eigenen Dialysezentren. Auch in entlegenen Regionen der Erde werden Dialysepatienten behandelt, zum Beispiel mit dem Purple Truck im Outback Australiens. Sarah Browns Aborigines Hilfsorganisation Purple House hat Australiens Ärzte und auch Fresenius Medical Care von ihrer Idee des Purple Truck begeistert.
Die Herausforderung ist, das rituelle Heilmethoden und moderne Dialyseverfahren unter einen Hut zu kriegen. Wir bemühen uns, den Aborigines ihre lebensnotwendige Therapie anzubieten und dabei ihre kulturellen Wurzeln und ihre Heimatverbundenheit zu respektieren. Fresenius Kabi bündelt seine Kompetenzen in den Bereichen optimaler Therapie von Krebspatienten, klinische Ernährung und intravenös zu verabreichender Medikamente. Lange bevor andere die Wachstumsmärkte Asien, Lateinamerika und Osteuropa für sich entdecken, ist Fresenius vor Ort, so wie Fresenius Kabi seit 1982 in China. Hallo, mein Name ist Kabi. Ich bin 21 und studiere Business in Peking. Den Namen Kabi habe ich mir selbst zugelegt. Nach Fresenius Kabi, ohne die ich heute nicht auf der Welt wäre. Mein Dünndarm musste komplett entfernt werden. Nekrose, nichts mehr zu machen, sagten die Ärzte meiner Familie. Madame Su war klar, dass sie ohne künstliche Ernährung keine Überlebenschance hatte. Madame Su wurde schwanger gegen jeden ärztlichen Rat. Und dann geschah ein medizinisches Wunder. Die künstliche Ernährung reichte während der Schwangerschaft für zwei. Sie bekam ein gesundes Mädchen. Alle Organe arbeiteten normal. Die Produkte, ebenso die medizinischen Hilfsmittel, stellen wir ihr kostenlos zur Verfügung. Den Medienrummel um uns herum ertrage ich gerne in der Hoffnung, anderen schwerkranken Menschen ein bisschen Lebensmut machen zu können. Fresenius Helios, einer der größten privaten Krankenhausbetreiber in Deutschland mit mehr als 70 Kliniken, stellt auch in Zukunft seinen Patienten medizinische Innovationen in attraktiven Kliniken zur Verfügung. Wir haben einen wunderschönen Neubau bekommen. Die Arbeitsbedingungen sind extrem positiv und unsere Patienten und Mitarbeiter fühlen sich wohl. Fresenius Helios macht nicht Medizin für Management, sondern Management für Medizin. Denn der frühzeitige Einsatz modernster Technologien ist für den Klinikbetreiber eine Selbstverständlichkeit. Das Fresenius Helios Qualitätsmanagement verbessert kontinuierlich die Versorgung der Patienten. Und es macht auch mehr Spaß, in einem Unternehmen zu arbeiten, was nicht defizitär ist und was nicht bald schließt, sondern was Kapital erwirtschaftet. Fresenius Vamed arbeitet daran, die Infrastruktur im Gesundheitswesen in allen Regionen der Welt weiterzuentwickeln. Dabei wird bei der Planung mit einem modularen Konzept auf die Notwendigkeiten der einzelnen Länder Rücksicht genommen. Hallo Germany. Hallo Deutschland. Ich heiße Margaret Mahama und bin die Hebamme von Janga. Geplant und gebaut wurde unsere Klinik von Fresenius Vamed im Auftrag der Regierung von Ghana. Wir sind dafür sehr dankbar. In den letzten zwei Jahren habe ich um die 700 Babys auf die Welt verholfen. Menschen mit schweren Krankheiten werden an das nächste Distrikthospital überwiesen. Vamed schult das Personal und begleitet es in der Anlaufphase, sofern die Klinik nicht im Regierungsauftrag direkt von Fresenius Vamed betrieben wird. So eine Klinik schafft nachhaltig qualifizierte Jobs für Menschen, die an der Zukunft Ghanas mitarbeiten wollen. Auf der ganzen Welt arbeiten mehr als 160.000 Menschen in über 100 Ländern für Fresenius. Mit Forschergeist, Engagement und Ausdauer verfolgen wir weiter das Ziel, Meilensteine in der Medizin zu setzen. Vom Medizinprodukt zur umfassenden Versorgung der Patienten. Für diese Entwicklung wollen wir auch in Zukunft Wegbereiter sein.